ich habe mir heute die Haare mal nicht gemacht und ich habe ein Pflaster am Finger hier. Deshalb wundert euch nicht. Also ich habe mich geschnitten. So wollte ich nur vorne nur weg sagen. Unnötig. Was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und zwar habe ich circa vor einer Woche, ich glaube genau vor einer Woche, so ein Video rausgehauen, das hieß, was Mädchen nicht tragen sollten. Der Titel vielleicht ein bisschen gewagt gewählt, wie dieser jetzt auch hier, aber egal. Auf jeden Fall, bevor wir mit dem Video heute anfangen, wollte ich erstmal so ein kleines Statement zu dem Video, was ich letzte Woche rausgehauen habe, also was Mädchen nicht tragen sollten, sagen. Weil ich kann verstehen, dass manche das vielleicht nicht ganz so akzeptieren oder sagen, ja, es kann doch jeder tragen, was er will. Ich habe doch genau das gleiche erstmal vorweg auch gesagt. Nur was manche da rein interpretieren, ich verstehe nicht, wie kann man denn so viel da... Also das, was ich bzw. wir da gesagt haben, das war nur unsere Meinung, muss niemand vertreten. Und es waren jetzt, fand ich so wirklich auch nicht so die Sachen, die wirklich so viele Leute tragen. Natürlich, es gibt Leute, die sowas tragen, aber im Endeffekt sollte das ganze Video eigentlich nur so ein bisschen Unterhaltung sein, wie eigentlich jedes meiner Videos. Ich meine, ich kriege auch pro Tag 10-mal gehört, wie ich meine Haare denn zu tragen habe, dass die mal zu lang sind, mal zu kurz sind. Im Endeffekt ist es mir sowas von scheißegal. Ich meine, ich trage die so, wie ich möchte. Mir sagen auch Leute, hey, deine Hose ist scheiße, zieh keine Jogginghose an in die Schule oder so. Ich mach's ab und zu trotzdem. Ich meine, ist mir doch scheißegal, was andere Leute dazu sagen. Es ist einfach eine Unterhaltung. Zieht euch an, wie ihr wollt. Und ich habe jetzt auch überhaupt nichts gegen euch, wenn ihr halt mal so rumlauft, wie ihr gerade rumlauft und ich es halt nicht so toll finde. Was ist denn daran so, weiß ich nicht. Ich habe gar nicht gecheckt, wie man da so viel reininterpretieren kann. Ich meine, ich kann sogar verstehen, dass ihr sagt, ja, du hast Zuschauer, die sind 13 oder 14 und die sehen dich praktisch als Vorbild. Die tragen das jetzt nicht, weil du es gesagt hast. Aber ganz ehrlich, so meine ich das auch nicht. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt. Ich habe euch trotzdem alle lieb und nehme nicht immer alles so hart. Es ist einfach nur ein bisschen Unterhaltung und ein ganz bisschen auch meine Meinung fertig. So, das reicht jetzt auch erstmal. Aber weil mir so viele Leute immer sagen, hey, du kritisierst immer nur was an Mädchen, weil ich halt ein Junge bin. Mach doch bitte auch mal, was du an Jungs blöd findest. Das gibt's heute, was Jungs niemals tragen sollten. Interpretiert bitte nicht so viel rein wie letztes Mal. Ganz chillig. Einfach nur meine Meinung und los geht's. Wir fangen erstmal ganz locker an, so wie, glaube ich, 99,97% aller Jungs denken. Und zwar, es gibt ja irgendwie jetzt Jungs, die mit Leggings rumlaufen. Ich kann euch ja mal ein Foto einblenden. Gut, ist okay. Dazu würde ich sagen, ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Außer der Prinz, der darf das. Stay gorgeous! Kleiner Gag am Rande. Und ja, was aber auch viele Jungs tragen, so in meinem Alter, eventuell auch auf meiner Schule, das sind diese Skinny Jeans, heißen die, glaube ich. Ich habe davon auch welche, aber die sind wirklich nicht ganz so eng. Also ich trage nicht so gerne so weite Hosen, sondern schon ein bisschen enger. Aber es gibt davon wirklich so Varianten, die sind so fucking eng, das sieht doch einfach nur scheiße aus. Oder ich meine, ihr seht da drin aus wie so eine gequetschte Bratwurst im Bratwurst-Teller. Wie heißt diese Pappdinger? Keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich mir dabei manchmal so, warum? Warum bitte? Warum? Und kann ja auch sein, dass nur ich das so sehe. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und dann können wir ja mal ein bisschen diskutieren. So, dann würde ich sagen, wir machen auch mal weiter. Und zwar ist ja zurzeit so voll im Trend. Ihr kennt es bestimmt alle, dieses Black Fashion hin und her. Ich habe es auch in meinem letzten Video, also was Mädchen meiner Meinung nach nicht tragen sollten, auch schon angesprochen. Das sieht bestimmt voll witzig aus mit meinem Pflaster hier. Auf jeden Fall dieses Black Fashion. Ich meine, wenn man es gut trägt, so, man kann es auch auf jeden Fall mal tragen. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Es gibt ja Leute, die sehen so aus und ich finde, es sieht wirklich cool aus. Aber es gibt dann auch Leute, die sind 12 und die sehen genauso aus. Und das Bild, was ich hier eben eingeblendet habe, ich kann es auch ruhig nochmal einblenden, die haben es auch meiner Meinung nach schon ein bisschen übertrieben. Aber diese 12-Jährigen, Alter, da denke ich mir noch nicht an, du warst vor einem halben Jahr, sahst du aus wie ein normaler Mensch und jetzt ist, hast du ein T-Shirt unterm T-Shirt unterm T-Shirt unterm T-Shirt unterm T-Shirt. Und manche tragen dann wirklich auch noch diese Snapbacks, nur die sehen damit so scheiße aus, ne? Was haltet ihr davon, wenn 12- oder 13-Jährige so rumlaufen wie von einem anderen Planeten? Black Fashion. Jo, dann machen wir weiter mit Punkt 4 ist das, glaube ich, jetzt schon. Und zwar, das betrifft jetzt, glaube ich, eher so die ältere Generation. Vielleicht ja auch manche von euch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe dazu auch ein richtiges, schönes oder richtig schöne Zitate von elitepartner.de gefunden. Fragt mich nicht, wie ich da hingelangt bin. Auf jeden Fall war ich da irgendwie plötzlich. Mein elitepartner.de-Profil steht in der Beschreibung. Wenn ihr heiße Abenteuer sucht, dann schreibt mich da doch einfach mal an. Ich fand es irgendwie mein ganzes Leben lang schon scheiße, aber ich habe das, bis ich 14 war, glaube ich, noch getragen. Und zwar diese Sandalen. Wisst ihr, diese Klett-Dingsbums da, wo man mit aussieht wie der größte Vollidiot. Ich meine, wenn du jetzt als Mädchen Sandalen wirklich geil findest bei Männern, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Irgendwie bei elitepartner.de kommen, was weiß ich, hat wer gefragt, ja, wie steht ihr denn so zu Sandalen? Und da kam dann solche Antworten. Ich kann euch das ja mal hier eben einblenden. So, Nummer 1 schreibt, ganz einfach, weil es bescheiden aussieht. Und Nummer 2 muss ich ablesen.
Naja, bei einem eher alternativen Typen mit gepflegten Füßen tagsüber zum Spazieren gehen gerade noch akzeptabel. Ansonsten muss ich leider sagen, ein absolutes No-Go. Weiblich 29, ja. Da habt das, ne? So, kommen wir zu Punkt 5. Und zwar, das ist jetzt irgendwie mit der Zeit so voll in Trend gekommen, weil das auch einige YouTuber ab und zu mal tragen. Hier, und ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Das sind diese Hüte, die eigentlich voll scheiße aussehen, oder? Das sieht doch mega verblödet aus. Ich meine, manchen Leuten steht es vielleicht, kann sein. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen Hut hier aufsetzen würde, passt mal auf. Noch ein bisschen mexikanische Musik jetzt rein. Warte, ich kann ja auch mal... Ja, okay, so geht's schon eher, aber es sieht einfach scheiße aus, oder? Hier. Ich weiß ja nicht, was ihr von Hüten haltet, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach nur nochmal so meine Meinung, ein bisschen, hoffe ich, unterhaltsam verpackt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Ansehen. Falls das der Fall ist, lasst mir doch mal gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Ansonsten zum anderen Teil, also was Mädchen nicht machen sollten, kommt ihr in der Videobeschreibung. Instagram, Snapchat war das eingeblendet, könnt ihr mich gerne adden. Hier oben links geht's weiter mit meinem letzten Video, das war von wegen so hier bla bla dies, das, so dumme Dinge, die mir so passiert sind. Peinliche Sachen, die mir passiert sind, checkt auf jeden Fall mal ab, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Montag eventuell nicht wieder, weil ich mega in der Klausurphase bin. Haut rein, Leute. Ciao, ich halte euch auf dem Laufenden überall, wo es geht. Peace.